Ich hab's bei den Marines versucht, aber die haben mich abgelehnt, weil ich ein trägeres Auge habe. Rettungsschwimmer werden, so wie in Baywatch, aber die Küste ist einfach zu weit weg. Ich habe versucht, das in allen. Ich habe selber schon versucht, das in all den Sexshops, die ich besuchte, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Oh. Ich habe selber schon versucht, das in all den Sexshops, die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Pervers? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexshops verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt Ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann, sonst könnte es dich verbrennen. Aber ich muss jetzt antworten. Scheiße. Ich habe die Drohung satt. Sie wollen mich einsperren, dann los. Versuchen Sie es, Sie Bastard. Hör zu, Columbo, mir reicht's mit dir. Warum gehst du nicht einfach zurück in deinen Kanal, in den Kanal, aus dem du gekrochen gekommen bist? Okay, tut mir leid. Aber ich habe meine Zeit jetzt genug mit Zweitklasse, ich möchte gerne Detective verschwendet. Okay. Ja, Sir, tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Ja, Sir. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte. Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Welchen Brieftaschen, Freunde? Sie wissen schon, ich habe seine. Hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld auswirft. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Komisch. Officer Murray hat mir gerade erzählt, es sei kein Geld drin. Das habe ich in meinem Apartment. Da ist es sicherer. Ich bin sowas wie seine persönliche Bank. Oh, dann müsstet ihr zwei ja sehr gute Freunde gewesen sein. Ich würde dir nicht einen einzigen Penny anvertrauen. Aber Idioten haben wohl eine gemeinsame Wellenlänge. Hey, jetzt reicht's langsam. Wenn Sie sich besser einen runterholen können, wenn Sie mich Susan nennen, ist das eine Sache. Dass Sie mit mir reden, als sei ich schwachsinnig, damit kann ich umgehen. Aber mein Freund ist noch in dem verdammten Ofen, also zeigen Sie etwas mehr Respekt. Warten Sie wenigstens, bis eine Leiche aufhört zu qualmen, Herrgott! Oh, tut mir so leid, wenn ich das Andenken an deine Freundin entehrt habe, meine liebe Susan. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Ja. Jesus, Junge. Glaubst du, du hast hier immer noch Murray vor dir? Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Doch. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll habe von deiner Visage. Fürs Erste. Und ich erst von deiner, Alter. Haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich habe nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins. Als ich den Brief gelesen habe, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. So nahe standen wir uns nun auch wieder nicht. Wissen Sie, sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt da am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Ned und Ted. Ach, Ted. Gebratener Matt. Ned, Ted, gebratener Matt. Alter. Ein stinknormaler Wasserhahn. Hab grad keinen Durst. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Alles klar, dann lassen wir das in Ruhe. Gehen wir nochmal hier zum Kühlschrank. Der Kühlschrank ist besser als meiner, was so ziemlich für jeden Kühlschrank gilt. Hey! Ich will diese Magnete. Hey,
Was wird das, wenn... Halt die Schnauze jetzt. Der Kühlschrank ist besser als mein... Nein, ich wollte eigentlich... Achso, okay, Abschiedsbrief. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und ein Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Breakfast Club? What? Richard. Hey! Oh. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Hey, was wird... Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Ja. Oh, schau mal, der Mörder. Ich schwöre bei was? Tom Selleck's beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Okay. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Hat Matt gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatik 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Das sag ich gar nicht witzig. Ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen. Wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Hm. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Pekingente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend Chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Alles klar. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja. Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Also nicht? Zum letzten Mal. Ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar. Genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Ja. Hä? Ich glaube, die haben... Alles klar. Er verachtet mich, das sehe ich ihm an. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh es ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Jo. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen.
Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fallen Mondlicht getanzt? Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray! Bring diesen Verlierer nach Hause! Was, wenn ich nicht will? Ah, ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber Sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Alter, dieser Typ. Was geht mit ihm ab, ey? Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Er ist ein echter Partyknaller, du. Officer Murray, dein Freund... Ich glaube, ich hatte meine Überdosis Murray für heute. Ich lasse ihn lieber mit seinen Gedanken allein, die sich sicher hingebungsvoll um erstklassige Würste drehen. Mmh, Würstchen. Habe ich's nicht gesagt? Alles klar, okay, ja, komm, gehen wir nach Hause. Geh aufs Dach? Lieber nicht. Oh, okay. Ich kann nicht aufs Dach. Wow, was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream. Bong, 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 make him the cutest that I've ever seen. Ah, alles klar. Tag 2. Montag. Entschuldigung. Bin ich schon in der Zeit gefangen? Alles klar, Leute. Okay. Neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hoch erhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Unsere Sachen haben wir noch alle? Okay. Aber wenn jetzt nochmal Montag ist, warum ist die Kiste nicht mehr da? Und warum haben wir unsere ganzen Sachen noch? Und... Ah, hier ist nichts mehr, nee. Alles klar, Leute, aber bevor wir weiterspielen, bei mir gibt's Essen. Das heißt, ich muss jetzt eh aufhören. Schade. Aber vielleicht nehme ich danach nochmal auf. Ich habe weiter Bock, dieses Spiel zu spielen. Ja, für euch war es jetzt, glaube ich, boah, lass mich lügen, keine Ahnung, der wievielte Part. Auf jeden Fall eine Menge. Eine Menge Parts habe ich heute aufgenommen. Gut, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Hallo Römer, lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Randall's Monday. Ich bin gerade ein wenig frustriert und angepisst von meinen Aufnahmen. Weil ich eben schon wieder eine 2,5 Stunden Aufnahme hatte.
die nicht richtig gespeichert wurde. Ihr seht es hier, ich habe einen neuen Save, Tag 3. Und es pisst mich gerade ein bisschen an, weil ich habe den kompletten Tag 2 in 1 durchgerusht, sag ich mal. Und ich kenne jetzt schon wieder die ganzen Dialoge, ich weiß schon wieder, was abgeht. Und dass die Aufnahme schon wieder nicht gespeichert wurde. Ich versteh's nicht. Das ist so dumm. Es regt übel auf. Und ich könnte mich auch weiterhin darüber aufregen. Ich werde es jetzt so machen, dass ich keine Stundenaufnahmen mehr mache, sondern wenn es hochkommt, eine Stunde oder so. Weil ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, wie lange ich an einem Stück aufnehme. Obwohl das halt auch keinen Sinn macht, weil ich halt auch schon öfter mal längere Zeit am Stück aufgenommen habe. Und da ging alles fit. Ich weiß nicht, ob das an Randall's Monday liegt oder was auch immer. Kein Plan. Ob ich irgendwas währenddessen falsch mache. Ich weiß es nicht. Ob ich irgendeine Einstellung geändert habe. Eigentlich nicht. Es ist dumm. Das regt mich übel auf. Das heißt, es tut mir leid. Aber ich kenne leider die Dialoge schon wieder. Und ja, auch alles, was ich machen muss. Es tut mir leid. Das ist doof. Das heißt, diese 2,5 Stunden sind keine 2,5 Stunden mehr, sondern vielleicht, weiß ich nicht, wie lange das sein wird, aber ja. Nehm mal die Zeitung mit. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Skandal auf der Fred Edison Street. Das ist schon wieder Montag. Alter. Interessant. So, was? Hier hatten wir nichts mehr zu tun. Wir können. Nur um das zu demonstrieren. Ich bin Ewigkeit nicht drauf gekommen. Diese Batterien werden vielleicht nochmal nützlich. Können einen Rechtsklick auf die Fernbedienung machen und diese Batterien bekommen. Really? Ey. Nee. Das war... Ich glaube, ich habe 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, rumgewischt, also einen kompletten Part bestimmt. Und nicht gecheckt, was ich machen muss. Aber naja. Wasserhahn. Mit Flasche mit Wasser haben benutzen, dann bekommen wir ne, Flasche mit Wasser, macht Sinn. Und wir gehen in den Flur. Ah, blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmerding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Nix, ich kann dich da drin hören. Mach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Hey, Mr. Marconi. Hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon. Ich habe sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. Hicks, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum! Mr. Marconi, ich glaube, Sie sind im Delirium. Haben Sie... Ihre Pillen heute Morgen vergessen, Sie sehen etwas verwirrt aus. Sie sollten Ihr Handy nicht mehr so oft benutzen, das macht Hirnschäden. Und ich glaube, der war vorher nicht da, oder? Ich glaube nicht. Haben Sie Ihre Pillen heute Morgen vergessen? Sie sehen etwas verwirrt aus. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, Ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ach, schon wieder? Ich habe nichts gesagt, weil ich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich hab deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt?
Sind Sie sicher? Und zweitens, es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass Sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig.